Als nächstes sehen wir uns an, wie wir verschiedene Formen aufziehen können. Hier links in der Leiste sehen wir dieses Rechtecksymbol. Wenn wir darüber fahren, öffnet sich ein Untermenü und wir sehen die Auswahl, die wir hier treffen können. Hier ist das Rechteck, das abgerundete Rechteck, die Ellipse und ein regelmäßiges Vieleck. Beginnen wir mit dem Rechteck. Ich wähle es aus. Mein Mauscursor bekommt dieses Fadenkreuz und nun kann ich einfach mit der Maus klicken und ein Rechteck aufziehen. Wie breit und wie lang es ist, kann ich da selbst entscheiden. Man sieht hier auch anhand der Zentimeterangaben, wie breit und hoch dieses Rechteck ist. Möchte ich jetzt aber ein regelmäßiges Rechteck aufziehen, sprich einen Würfel, muss ich einfach beim Aufziehen zuerst die Shift-Taste drücken. Ich halte jetzt die Shift-Taste und ziehe mir nun ein Rechteck auf und ihr seht, dass beide Maße, also die Länge wie auch die Breite, immer exakt gleich lang sein werden. Und das passiert bei gehaltener Shift-Taste. Das ist die Taste, mit der ihr normalerweise Großbuchstaben schreibt. Ich kann aber auch anstatt der Shift-Taste meine Alt-Taste drücken. Und dann wird mir aus dem Zentrum heraus ein Rechteck aufgezogen. Ihr seht den Unterschied. Ich kann den Mittelpunkt vorab definieren und ich ziehe mir hier ein Rechteck aus der Mitte aus. Und natürlich kann ich, wenn ich die Alt-Taste und die Shift-Taste gemeinsam drücke, das auch für ein regelmäßiges Rechteck machen. Ja, also aus der Mitte heraus. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, ein abgerundetes Rechteck aufzuziehen. Es funktioniert genau gleich. Ich klicke und ich ziehe mir hier ein Rechteck auf. Ihr seht nur hier in der linken oberen Ecke entstehen automatisch zwei rote Punkte. Hier können wir nämlich definieren, inwiefern oder wie sehr unser Rechteck hier abgerundet sein soll. Ich kann hier entweder zuerst die eine Seite verändern und dann auch die andere, bis ich zufrieden bin und sie sozusagen asymmetrisch bewegen. Wenn ich nun aber die Shift-Taste gehalten drücke und dann die roten Punkte bewege, werden sie parallel gleichzeitig bewegt. Ja? Also auch mit gehaltener Shift-Taste, sobald man die roten Punkte sieht. Das nächste Symbol, und was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, natürlich funktioniert hier bei dem abgerundeten Rechteck das auch gleich mit gehaltener Shift-Taste, kann ich hier ein regelmäßig abgerundetes Rechteck aufziehen und natürlich auch mit Alt-Taste und Shift-Taste aus dem Zentrum heraus. Also das funktioniert ganz gleich wie beim Rechteck, wie wir es gerade gesehen haben, auch hier bei diesem abgerundeten Rechteck, da ist kein Unterschied. Danach gibt es noch die Ellipse. Ich wähle mir diese aus und kann mir hier eine Ellipse aufziehen, in der Höhe und Breite, wie ich das möchte. Und wenn ich das noch einmal mache und noch einmal den Kreis und ich halte die Shift-Taste gedrückt, dann entsteht automatisch der Kreis. Ja. Und wenn ich die Ellipse auswähle und ich nehme die Shift- und Alt-Taste gemeinsam, wähle ich zuerst mit dem Fadenkreuz hier den Mittelpunkt aus und ziehe mir diesen Kreis aus der Mitte heraus auf. Und das allerletzte Symbol haben wir hier noch, das regelmäßige Vieleck. Wenn ich das auswähle, entsteht immer zuerst ein regelmäßiges Fünfeck. Ich kann das hier einfach größer und kleiner ziehen. Und dann seht ihr hier in der Mitte oder im Inneren dieser Form einen Schieberegler. Und wenn wir diesen hier nach rechts oder links bewegen, bekommt unser regelmäßiges Vieleck eben mehr oder weniger Seiten hinzu. Und ihr seht auch hier die Anzahl. Hier sind es gerade ein regelmäßiges Sechseck und maximal sind es 60 und das ergibt dann einen Kreis und mindestens ist es ein regelmäßiges Dreieck. Ihr seht auch hier zwei rote Punkte. Dann kann ich einfach noch die Größe verändern. Ich kann das hier ziehen und eben mein regelmäßiges Vieleck so aufziehen, wie ich es brauche. Und mehr gibt es eigentlich zu diesen Formen aufziehen nicht zu sagen. Wichtig, wie gesagt, sind die Shift-Taste und gelegentlich auch die Alt-Taste.